Wie entspannend, oder? Der Nachbarsitz macht Alarm. Wir fliegen jetzt über Saigon nach Phu Quoc. Das ist eine Insel im Südwesten. Und ja, Mirko macht vorne eine Massage. Also wo zum Beispiel jetzt Vietnam schon weiter ist als Deutschland, bei Burger King gibt es keine Plastikdeckel mehr und keine Strohhalme. Muss man auch mal gesagt haben, wenn ich nur hier Pommes essen kann. Das ist jetzt unser Zimmer für die nächsten 7 Nächte. Also es ist klein, aber total hübsch, also vom Style her. Und wir zahlen jetzt für 7 Nächte 100 Euro. Sogar die Pepsi sagt gutes neues Jahr. Also ich hatte heute leider eine sehr, sehr kurze Nacht. Bei uns im Viertel gibt es halt diese Radioübertragung von 4:30 Uhr morgens bis 7 Uhr und ich habe so einen leichten Schlaf. Das heißt, ich konnte dann überhaupt nicht mehr schlafen. Und jetzt habe ich dann mal recherchiert. Es ist wirklich jeden Tag so. Warum weiß kein Mensch, aber wahrscheinlich steht die Nachbarschaft drauf. Das heißt, wir werden jetzt nochmal umziehen in eine andere günstige Unterkunft, die sehr ruhig sein soll. Die ist 20 Minuten entfernt von hier und ich hoffe, da wird es besser. Der Mirko hat Gott sei Dank nichts gemerkt, gell? Du hast geschlafen. Ja, aber 7 Nächte sind lang, wenn die immer 4:30 Uhr enden. Wir sind jetzt nochmal umgezogen und ich muss sagen, bisher gefällt es mir, glaube ich, viel besser. Eigene Terrasse. Ein ganz großes, viel weicheres Bett. Das andere war ganz schmal auch. Und ein ganz schön großes Badezimmer. Sieht ein bisschen wie in Indien. Also voll auf Russen ausgelegt. Aber bisher sind wir ganz täglich. Ist das Spiel, Kleiner? Doch? Yeah, Massage. Hier hatte ich dann tatsächlich die beste Deep Tissue Massage ever. Zum Glück ist der Mirko nicht mehr da. Das ist nicht totgestellt, gell? Hier in dieser Unterkunft immer so verwöhnt. Das Obst ist von seiner Farm. Toll. So schön hier. Guten Morgen, Vietnam. Heute gehen wir tauchen.
Und wir werden wohl tatsächlich hier am Strand abgeholt. Wir müssen da wahrscheinlich das Wasser warten. Mal schauen. Wir werden tatsächlich mit dem Boot abgeholt. Wir haben jetzt schon wieder unseren Tauchgang, unsere zwei Tauchgänge hinter uns. Es war fabelhaft. Also mal bin ich aufs Neue überrascht, wie toll es doch ist. Und ich möchte da nichts mehr anderes in meinem Leben machen, außer tauchen. Herrlich. Die Tauchschule Flippers. Kann ich echt nur empfehlen. Also ganz internationales Team, irgendwie alle Sprachen vertreten und total professionell. Mein Schatz, wie hat es dir gefallen? Sehr geil war's. Ja? Sehr viel Spaß gemacht, ja. Und war auch echt professionell geführt und man hat sich sehr wohl und sicher gefühlt. Ja, das stimmt. Toll organisiert. Im Anschluss jetzt noch ein bisschen relaxen. Wir sind im Mango Bay Resort. Da gibt es auch einen öffentlichen Strand. Normalerweise darf man sich nicht auf die Liegen legen, was ja eigentlich klar ist, aber wir wurden dann auch verjagt. Knapp. Ich bin so aufgewacht. Oder beziehungsweise, mein Mann stand plötzlich so vor mir. Kommt der oben auch noch ab? Ja, ich war jetzt okay, da bin ich ja sehr beruhigt. Sieht super aus. Ja, ja, ja. Aber so jung. Mhm. Müssen wir deine Haare auch alle wegmachen? Heute werden wir mal nur an den Strand gehen. Aber es gibt hier zwei Strände, die ich sehen möchte. Den Kemmstrand und den Saustrand. Das werden zwei der schönsten sein. Ja, und da wir uns gestern ein wenig schon verbrannt haben, ich habe dummerweise nur Lichtschutzfaktor 30 statt 50 gekauft. Das reicht hier leider nicht. Werde ich ziemlich bedeckt auf dem Strand rumlaufen. Was wir im Urlaub immer machen, um Plastik zu sparen, wir kaufen uns eine große Flasche und füllen dann die kleinere immer wieder auf mit dem Wasser. Das ist einfach, ihr seht auch schon, die ist schon ziemlich benutzt und auch älter. Das sind irgendwie Abdicke oder so. Naja, auf jeden Fall spart Plastik und natürlich auch Geld. So, das ist jetzt der bekannte Sau Beach. Also Babe, was sagst du? Ja. Das ist schon schön, aber da muss ich sagen, das gibt's auf Koh Samet auch. Kannst du Foto machen? Schöner geschrieben als bei mir. Das stimmt. Ich hab wieder Top-Frisur. So Leute, so eine Welt hinterlasst ihr euren Kindern. Herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt das, was man auf Instagram sieht und hinter uns sind Berge von Müll. Also hier ist ja gerade Neujahr und jetzt kam gerade von der vietnamesischen Familie da drüben. Die haben uns gerade Meeresfrüchte geschenkt und Bier. Halt alles von Müll. So schade, als die vietnamesische Familie gegangen ist, haben sie auch ihren ganzen Müll da zurückgelassen. Ach Mann, ich habe echt die Hoffnung verloren für diese Welt. Bang me in the sea. Yay! Einmal mit Okraschote und einmal mit Tofu. Nur guck mal, das mit Okraschote. Jetzt haben wir noch einen lieben Freund aus Stuttgart hier getroffen am Strand. Super.
Das hier ist eine vietnamesische Spezialität, ein veganer Crepe, also in diesem Falle vegan außen und innen. Yes, that is kind of true. Natürlich Suppe, hier gibt es überall Massage, die ist etwas anders als die Thai-Massage, also vielleicht nicht so sensual, aber auch sehr gut. Und es gibt jede Menge kleine Babyhunde, Welpies all over the place. Nach einer Woche auf dieser Insel ziehen wir jetzt weiter. Wir verbringen die nächsten 9 Tage in Myanmar. Ich danke dir fürs Zuschauen und für ein Like und bis zum nächsten Vlog.